Wudu vollziehen. Das richtige Rüssel nach der Sunna, Barakallahu fikum, sagen Lachen, das wird, Rüssel ist Ganzkörperwaschung. Und nach der Sunna ist, man macht erstmal Wudu und dann macht man Ganzkörperwaschung. Das heißt, du wäschst dich vorne und hinten und dann mit der linken Hand und dann machst du Wudu, wäschst du die Hände dreimal und so weiter, alles. Du kannst die Füße waschen, du brauchst auch die Füße nicht zu waschen. Dann machst du Ganzkörperwaschung und dann am Ende wäschst du die Füße und chalas, du kannst damit beten. Das ist nach der Sunna. Es gibt natürlich, dass man nur duscht und danach Wudu nimmt. Okay, aber nach der Sunna, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat so gemacht. Erstmal Wudu und dann Ghusl. Sind zum Beispiel